Hallo und herzlich willkommen zu diesem letzten News-Video hier für das WRC Rallycross Online-Event. Ja, ich habe ja gestern schon nochmal so ein kleines Erinnerungsvideo gepostet und ja, zum Glück sind daraufhin noch einige Kommentare gekommen und es haben sich noch genug Fahrer angemeldet, so dass das Rennen auf jeden Fall morgen am 30.12. um 15 Uhr starten wird. Ja, ich möchte jetzt nochmal die letzten Informationen dazu loswerden und euch hier ein bisschen diese näher bringen. Insgesamt sind wir jetzt 9 Fahrer. Das ist schon eine ganz gute Summe, denke ich. Wenn davon vielleicht einer oder so ausfällt, sind wir immer noch 8. Also eine klasse Sache. Ja, es gab natürlich auch Probleme mit den Fahrzeugen. Viele hatten keines der vorgegebenen zugelassenen Fahrzeuge. Wir konnten das ein bisschen lösen, indem ich nochmal 2 Fahrzeuge versende und ein anderer YouTuber, Porsche LP, der war so frei und auch nochmal eins zu versenden. Vielen Dank dafür erstmal. Somit können schon wieder einige mehr daran teilnehmen. Außerdem habe ich jetzt nochmal, um mehreren Leuten das hier noch zu ermöglichen, ein weiteres Fahrzeug zugelassen, nämlich den Subaru Impreza WRC 2008. Das ist ein Premium-Auto. Kann jeder sich kaufen, der keinen Wagen aus der zugelassenen Liste hat. Der Wagen ist leider etwas langsamer als die älteren Rallye-Wagen, aber kann man natürlich auch durch gutes Fahren wieder ausgleichen. So, ja, das ist der einzigste Premium-Wagen, der zugelassen ist, weil diese anderen Ford Focus WRC und Citroën C4, Suzuki SX4, die sind nämlich auch in der vorgegebenen Garage auswählbar und die Fahrzeuge aus der vorgegebenen Garage sind so eine Art Arcade-Fahrzeuge, die oft ein bisschen stärker sind als die normalen, die man sich kauft. Ja, insgesamt das Ganze könnt ihr auch verfolgen auf Facebook. Da gibt es jetzt eine Gruppe, die Gamecore HD Racing Club Gruppe. Addet mich einfach dort. Unter Gamecore HD heiße ich dort. Gamecore Vorname, HD Nachname. Ihr findet den Link auch nochmal in der Videobeschreibung. Ja, und da habt ihr dann immer einen guten Überblick darüber, das Event. Dort ist auch die Teilnehmerliste nochmal drin mit allen neuen Teilnehmern. Allen neuen Teilnehmern, nicht neuen. Ja, und dort werde ich dann wahrscheinlich auch in Zukunft die Events organisieren und von dort aus organisieren. Ja, ist immer ziemlich übersichtlich, direkt als Veranstaltung eröffnet und dementsprechend für euch vielleicht auch ganz gut, wenn ihr da nochmal Fragen habt, können wir die dort auch gleich klären. Und besser ist es ein bisschen übersichtlicher als bei YouTube in den Kommentaren, man kann besser diskutieren. Ja, zum Ablauf nochmal. Also die Lobby, die wird schon vor 15 Uhr offen sein, so ich denke mal so 14.50 Uhr. Dann ist so eine kleine Warm-up-Phase bis 15 Uhr. Um 15 Uhr wird die Strecke neu gestartet, das heißt, da ist alle Zeiten auf Null gesetzt. Ich werde dann im Chat schreiben, Pitlane open, Qualifikation offen und dann gehen 20 Minuten Qualifying. Wenn ihr einmal in der Strecke gejoint seid, bitte nicht wieder rausgehen, weil dann verliert ihr erstmal eure Zeit und das wäre ja dann keine Qualifikationszeit für euch. Ja, insgesamt wird dann der automatische Rennstarttakt aktiviert sein, das heißt, das Rennen startet dann automatisch um 15.20 Uhr und dann starten wir ganz normal mit Fehlstartprüfung und dann sollte alles geklärt sein. Eigentlich alles ziemlich einfach. Hin und wieder gibt es immer mal Fragen. Vor dem Rennen in der Lobby möchte ich ungern noch tausende von Fragen klären. Das ist mit diesem komischen GT5-Chat immer sehr schwierig, weil der alles zensiert und auch mit dem Controller da alles eingeben. Das ist echt blöd. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie am besten da vor dem Rennen noch. Während des Rennens ist echt doof. Ja, und Verzögerungen sind auch schlecht. Also das Rennen wird auch pünktlich um 15.20 Uhr starten. Bis dahin müsst ihr das auch irgendwie auf die Reihe gekriegt haben, weil ich habe in der Vergangenheit wirklich Erfahrungen gemacht, dass, wenn man immer wieder verzögert und immer wieder das nach hinten rausschiebt, es ewig dauert, bis das Rennen startet und daran kann man sich nicht orientieren. Also, versucht das hinzukriegen mit dem Qualifying und der Zeit.
Die Zeiten stehen fest. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass es noch so viele Leute geschafft haben und ich danke euch auch dafür, dass ihr euch so zahlreich angemeldet habt und auch noch ein paar Leute mobilisiert habt dafür. Es ist eine super Sache, wird bestimmt ein super Rennen und das Ganze wird natürlich auch, wenn es zu Ende ist, das Rennen mit Mainzer Pro Gamer und mir zusammen kommentiert und nochmal online gestellt, das ganze Replay, das komplette Rennen. Wir kommentieren das als richtiges Rennen und wird sicher auch eine tolle Sache, sich das Ganze dann nochmal anzugucken. Ja, also wie gesagt, folgt mir auf Facebook. Ich schicke euch nochmal den Link dazu. Also der ist in der Videobeschreibung. Aber genau, wenn ihr mich geaddet habt dort, dann schreibt mir bitte eine private Nachricht mit eurem YouTube-Namen und eurem PSN-Namen und dass ihr am Event teilnehmt, weil mit euren realen Namen kann ich nicht so viel anfangen, weil ich euch nicht so wirklich zuordnen kann. Dementsprechend wäre das ganz nett von euch. Ja, das sind die letzten News dazu. Wie gesagt, Fragen und Kommentare beantworte ich noch gerne vor dem Rennen. Könnt ihr mir alles per PN auch schicken, bitte. Oder auch in den Kommentaren oder bei Facebook. Ja, also ich freue mich auf morgen und in diesem Sinne.